Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu dem wohl wichtigsten Video, was ich jemals in meinem ganzen Leben gedreht habe. Ich habe mich heute extra ein bisschen aufgebrezelt. Zur Feier des Tages, ich hatte irgendwie richtig Bock drauf. Ich habe mir die Ohrringe eigentlich zu meinem Geburtstag gekauft, also für meinen Geburtstag, aber ich wollte sie irgendwie zur Feier des Tages tragen. Aber ihr werdet sie definitiv an meinem Geburtstag sehen. Ich habe nämlich in ein paar Tagen Geburtstag. Keine Ahnung, ob ihr es im Titel schon sehen könnt oder nicht. Aber ich lasse die Bombe einfach mal direkt platzen. Ich erzähle euch jetzt von dem größten Geheimnis, das ich wahrscheinlich jemals hatte. Vor allem vor euch, aber generell auch fast niemand aus meinem Umfeld weiß darüber Bescheid. Seit ungefähr 2 Jahren plane ich eine Brand und es ist jetzt endlich soweit. Das Launchdatum steht fest und es ist wirklich nicht mehr lange hin. Und zwar droppt meine Brand am 1.11.2021. Ich bin dezent nervös. Falls ihr im Laufe des Videos Fragen habt oder jetzt schon Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, weil ich werde nächste Woche Sonntag Fragen- und Antworten-Video zu der Brand machen. Ich werde euch heute nämlich noch nicht alles erzählen. Ich wollte einfach die Bombe schon mal platzen lassen, Leute. Also falls ihr Fragen habt, die euch brennend interessieren, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ich muss sagen, ich habe in der letzten Zeit wirklich sogar Albträume gehabt, weil es alles so nah kam und es jetzt so real ist, weil wenn man vor 2 Jahren darüber geredet hat, war das noch in so weiter Ferne und jetzt ist alles so real, es ist so nah und ich habe wirklich schon Albträume vor diesem Tag. Also ich freue mich natürlich mega drauf, aber ich träume die ganze Zeit, dass immer irgendwas schief geht und so. Aber kommen wir jetzt mal dazu, was das für eine Brand ist. Ich glaube, viele von euch verbinden das Thema Fashion mit mir. Seit Beginn an von meinem Kanal nehme ich euch mit auf meiner Style-Findung und ich liebe es, dass sich mein Style oder generell Style immer weiterentwickelt und fortschreitet. Und einer meiner allergrößten Träume ever war eigentlich, Dinge zu designen, die ich selber gerne tragen würde oder Dinge zu kreieren, die es einfach vielleicht noch nicht gibt. Ja, die ich mir einfach anders vorstelle, als wie die es gibt. Und einfach meine Traumklamotten zu erstellen, war der größte Traum meines Lebens. Und jetzt sage ich ganz oft Traum und ich habe schon Klamotten gesagt. Und ja, es ist eine Fashion Brand. Ich habe eine eigene Fashion Brand gegründet. Die hat auch schon eine Instagram-Seite. Ich würde euch empfehlen, zu folgen, denn ihr werdet in den nächsten Tagen da einige Sneak Peeks entdecken. Die Instagram-Seite heißt Unfollowed The Label. Und jetzt habe ich den Namen schon gedroppt. Meine Brand heißt Unfollowed. Viele von euch haben damals mein You Are Blocked Merch übelst gefeiert und ihr wisst auch, glaube ich, dass ich diesen Vibe die ganze Zeit so ein bisschen transportiere. Also ich rede ja schon sehr viel darüber, einfach so negative Menschen aus einem Umfeld zu entfolgen und euer Ding durchzuziehen und einfach auf die Meinung anderer Leute zu scheißen und einfach zu machen. Ganz egal, was alle sagen, zu euch selbst zu stehen. Ihr braucht nur euch selbst, um glücklich zu sein. Und das soll Unfollowed alles bedeuten. Scheißt auf die Hater. Scheißt auf alle, zieht euch eure Unfollowed-Rüstung an und ja, macht euer Ding. Und so, das wollte ich mit der Marke ausstrahlen. Also es ist eine Badass-Marke, eine Marke, die komplett zu mir passt. Also da sind nur Teile, die ich auch selber sehr, sehr gerne trage. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich gerade die ganze Zeit so ein bisschen so ein Anti-Fake-Friend-Content mache und so, weil das soll die Brand einfach so widerspiegeln. Meine Brand ist ein bisschen anders als andere Brands, würde ich sagen, weil wir immer ein Main-Teil haben. Also es gibt immer ein Ding, was ein bisschen teurer ist, sehr, sehr exklusiv ist und special und darum bauen wir dann eine Kollektion. Jede Kollektion, die ich rausbringe, besteht aus einem Main-Teil und darum baut sich dann immer die Kollektion. Also jeder, der mich länger verfolgt, müsste eigentlich wissen, was das für ein Main-Teil ist. Ich bin gespannt, ob ich es in den Kommentaren jetzt lese oder nicht, sonst bin ich enttäuscht. Aber ich liebe einfach diese Art und Weise, meine Brand zu machen, weil dadurch habe ich immer einen Teil, auf dem ich mich so, ja, an dem ich mich so langhangel. Und es ist einfach krass. Ihr könnt euch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich glaube am 28. September und 29. September habe ich geshootet. 2 Tage lang komplett geshootet. Ich habe euch nicht gesagt, für was. Ich habe euch eigentlich überhaupt nichts gezeigt. Und tatsächlich war das Shooting für meine Brand. Ich habe richtig tolle Models gefunden und unter anderem Romina hat mir geholfen zu shooten und ich bin so aufgeregt, was ihr zu den Fotos sagt. Wir haben auch ein Video gedreht, was ihr hier sehen werdet. Und es gibt schon, wie gesagt, einen kleinen Teaser auf Instagram. Ich verlinke euch nochmal den Instagram-Account in die Infobox. Ich finde es so krass, dass es jetzt raus ist, Leute. Ich kann es gerade nicht glauben, dass ich gerade dieses Video drehe. Ich hoffe, dass euch die Sachen gefallen werden. Ich hoffe, dass ihr genau diesen Vibe, den ich gerade versucht habe zu erklären, dieses Bossy, Scheiß auf alle, man braucht nur sich selbst oder seine Crew um sich rum und die anderen können einmal. Ich hoffe, dass ihr diesen Vibe spürt, wenn ihr die Sachen seht. Wir sind wirklich über so viele Hürden gegangen, das glaubt ihr gar nicht. Es sah kurzzeitig aus, als könnte dieses Projekt
so wie es geplant war, nicht stattfinden. Ich habe in der letzten Sekunde, kurz vor Produktion, nochmal zwei Styles komplett gekickt. Wir sitzen jetzt, während ihr das jetzt erfahrt, schon an der zweiten Kollektion. Die Samples dafür werden gerade schon produziert, also es ist wirklich krass. Ich habe auch immer mal wieder was mitgefilmt, als wir Meetings hatten, als wir im Büro waren und Sachen besprochen haben, als wir gebrainstormt haben, als wir den letzten Style gekickt haben und wir alle einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen haben. Ich mache hier gerade meine neuen Presets und niemand wird es wissen, aber da ist der erste Hint. Unfollowed heißt nämlich ein Preset. Ich bin so aufgeregt. Also es wird eh niemand checken, weil wer soll es schon checken, aber es ist einfach so cool. Ich liebe es einfach, dass ich euch ab jetzt mit auf den Weg mitnehmen kann. Wir haben beim Shooting auch ein kleines Behind-the-Scenes gedreht. Das wird dann aber erst kommen, glaube ich, nachdem die Brand gelauncht ist. Aber ich werde euch alles zeigen, wie was entstanden ist. Und das ist einfach krass. Ich bin so unglaublich stolz auf diese Marke, auf Unfollowed. Und jetzt mittlerweile kann ich es einfach nach draußen schreiben. Alles entspringt wirklich meinem Kopf. Natürlich hatte ich Leute, die mir geholfen haben bei der Umsetzung, aber ich konnte einfach alles umsetzen, was ich wollte. Bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Sachen lieben werdet, wenn ihr diesen bossy Vibe, ja, fühlt. Ich bin super gespannt, wie sich die Brand noch weiterentwickeln wird und wie, ach, ich weiß nicht, was ihr jetzt dazu sagen werdet. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt zu allem drumherum, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall ein gesondertes Video dazu machen. Nächste Woche Sonntag. Und markiert euch ganz, ganz fett den 1.11. in den Kalender. Achso, wow, vielleicht hätte ich auch mal die Uhrzeit sagen können. 10 Uhr. 10 Uhr. Ich liebe Fashion einfach so, so sehr. Ich verbringe jeden Tag so viel Zeit damit, Outfits rauszusuchen und so. Und es ist wirklich einfach ein Traum, der wahr geworden ist oder gerade wahr wird. Und ihr könnt alle Teil davon sein. Ich bin super gespannt, was ihr denkt, was so das Main-Teil der Kollektion ist. Die Auflösung werdet ihr auf jeden Fall dann nächste Woche Sonntag sehen. Ich werde die Kommentare hier alle lesen. Und dann würde ich sagen, die Bombe ist geplatzt. Wir müssen gar nicht länger um den heißen Brei reden, weil mehr Infos werdet ihr heute eh noch nicht aus mir raus sneaken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye.